Falls du günstige FIFA 15 Ultimate Team Münzen benötigst, um dir geile Teams zu bauen, dann schau mal in die Beschreibung. Da ist ein Link zu fifacoins.de, unserem Sponsor, der die niedrigsten Preise hat. Und wenn du auch noch den Coupon-Code SGTV eingibst, bekommst du 5% Rabatt. Servus Leute und herzlich willkommen zu der 14. Episode von Miralles Road to Everton. Ja, in der letzten Episode gab es ja einen schönen Sieg von uns. Drei Upgrades wird es da heute geben und das ist zum einen Clerc, der Rechtsverteidiger, der für Kurier reinkommt. Dann Cornet, ein ZOM, den wir im ZM spielen und Lemoine, keine Ahnung. Den haben wir auch noch im ZM und dann haben wir jetzt schon einige so Etienne-Spieler und unser Gegner hat hier einige gute Einzelspieler wie Cavani, Lukaku, Nani und Kroos hat er auch noch dabei gehabt, aber die erste Chance ist erstmal bei uns. Van Wolfswinkel kriegt den Ball hier super zugesteckt, aber dann Gusan kommt mit der Hand noch irgendwie an den Ball ran und verhindert somit das frühe 1:0 für uns. Aber Nani jetzt hat im Gegenzug rennt einfach mal und geht mit dem Chop in die Mitte. Aber daraus wurde dann auch nichts mehr. Jetzt wieder der Gegner mit Dries Mertens mit einem Fake-Shot und dann kommt der Finesse. Aber Enyama hebt die Hände hoch und dann, immer noch der Gegner am Ball. Aber das war nix und wir bekommen den Abstoß. Enyama macht den und joa. Dann Van Wolfswinkel wird gesucht, der kannte den Ball auch weiterleiten, aber daraus wurde nichts. Und Cavani hatte hier einen schönen Kopfball für den Gegner. Daraufhin gab es eine Ecke, die getreten wird von Toni Kroos. Der flankt in die Mitte, aber da sind unsere Spieler dazwischen. Und jetzt vielleicht der Konter über Miralles, der nochmal zurückspielt auf Origi. Und der leitet weiter auf Miralles und dann wird er hier gelegt. Das wäre eine sehr gute Chance gewesen für uns, wenn Miralles hier frei durchgegangen wäre. Er beschwert sich ja auch beim Schiedsrichter. Castan kriegt die gelbe Karte, aber das hilft nichts. Denn jetzt hat Lukaku bekommt den Ball zugespielt und dann paced er sich an allen vorbei. Und dann macht er das Ding auch noch eiskalt hinein. Lukaku mit dem 1:0 für den Gegner in der 45. Minute. Das ist richtig bitter. Gerade eben noch die Chance gehabt, mit Miralles frei durchzulaufen. Und dann macht Lukaku das 1:0. Und jetzt ist eben auch die erste Halbzeit dann schon vorbei. Und in der zweiten Halbzeit geht's genauso weiter. Lukaku wieder mit dem Fake-Shot. Und dann zischt er das Ding oben rechts in den Winkel einfach mal rein. Und ja, jetzt steht es dann schon 2:0 in der 82. Minute. Dieses Tor hier von Romelu Lukaku, der eigentlich ein richtig geiler Spieler ist. Und den bekommen wir gegen Ende der Serie wahrscheinlich auch zu sehen. Wenn es dann heißt, dass wir das Team von Everton aufbauen werden. Und ja, Origi jetzt hat versucht nochmal was, spielt zurück zu Miralles und der mit dem Roulette geht jetzt vorbei, als hätte er mal freie Schussbahn, dreht aber nochmal zurück, nimmt den nächsten Spieler auseinander, aber wartet dann zu lange und ja, dann Nani geht da einfach mal durch die Abwehr, ist einfach vogelwild und grätscht umher, das war schlecht gemacht von mir, das muss ich ganz ehrlich sagen und dann Nani lässt sich das Ding nicht nehmen, zum 3:0 auch noch in der 87. Minute einzuschieben und kurz darauf ist dann auch Schluss, der Schiedsrichter pfeift ab und das war, in der ersten Halbzeit waren wir eigentlich echt überlegen, aber dann das Tor in der 45. Minute und dann hat uns der Gegner doch mehr oder weniger dominiert. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, über ein Abo würden wir uns freuen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Episode und ja, viel Spaß bis dahin und ciao!